Vielleicht das Schönste, die Exkursion zum Hafen, weil das so typisch für Hamburg ist. Da besuchen wir die Hamburg Port Authority, die Hafenverwaltung von Hamburg. Wir lernen dort die Aufgaben kennen und dürfen auch mit dem Peilschiff durch den Hafen fahren. Ich denke, das wird eine sehr schöne Exkursion für alle, die daran teilnehmen. In Hamburg haben wir auch einen Standort des deutschen Elektronensynchrotrons und dort wird gerade ein neuer Laser gebaut, der X-Fell-Laser. Und dort, die Baustelle ist gerade in der Fertigstellung und dort gucken wir uns die Baustelle an und gucken in den tiefen Tunnel und lassen uns überraschen, was in den Experimentierhallen dort schon zu sehen ist. Für die Ingenieurvermesser unter uns besuchen wir eine Großbaustelle im Bereich der Autobahn A7 und dort gibt es eine neue Brücke, die dort ersetzt wird, die Langenfelder Brücke, und dort wird im laufenden Verkehrsbetrieb eine Brücke daneben gebaut und neu erstellt. Und über diesen Produktionsprozess oder diesen Herstellungsprozess inklusive der ganzen begleitenden Vermessungsarbeiten informieren wir auf dieser Exkursion. Da Hamburg am Hafen liegt und eines der größten städtebaulichen Entwicklungsgebiete Europas hat, nämlich die Hafen City, ist es natürlich auch für die Städtebauer unter uns ganz interessant, sich diese anzugucken. Und da bieten wir einen Rundgang, einen städtebaulichen Rundgang durch die Hafen City an, wo wir neben der Elbphilharmonie natürlich an vielen anderen Gebäuden auch vorbeikommen werden. Und auch eine sehr interessante Exkursion, denke ich.